Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge haben wir die paar Stromkäppchen hergestellt. Und in dieser Folge müssen wir die Verkabelung für unser Serversystem machen, dass wir das dann einbauen können in die Wände und alles. Dafür schaue ich gerade hier und das müssten diese ME-Käppchen sein, hier. Oh Gott, da bauen wir die Frühlingskristalle wieder. Ah genau, da war was. Da gibt es auch nur eine Bauweise, bedeutet wir brauchen diese Fluix-Kristalle. Wirf ein geladenes Squad-Stück plus ein Never-Quad so nebeneinander in einem Pfütze und warte ab. Mhm. Ihr wisst schon, dass ich keine Geduld habe. Glowstone-Staub und ein Fluix-Keim. Fluix-Staub. Habe ich noch Fluix-Staub? Ich habe noch Fluxkristalle. Und wenn ich die pulverisiere, warte mal, wenn ich die pulverisiere, kriege ich dann das Zeug raus, oder wie war das? Den Fluxkeim kriege ich durch Staub und den Staub, wenn ich ihn pulverisiere. Gut, dann pulverisieren wir ihn mal. Einmal in unserem Pulverisator, bitte. Und da kriegst du auch nur haargenau einen raus. Wie assi ist das denn? Oh. Ist unser Sonnenteil eigentlich hier hochgezogen oder wo ist der hin? Da ist er. Und da muss jetzt dann ein Glowstone rein. Mach mal die Tür hier wieder zu. Glowstone, 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 Glowstone. Das war alles? Kein Zaubertrick dabei oder so? Nee, nur Glowstone und das Teil. Und Wasser halt. Reiner Fluix-Kristall. Da kommt nur einer raus, bedeutet, das hat sich jetzt gerade viel gebracht. Ah nee, ich muss den ja mit Staub noch machen, bedeutet, das verdoppelt, mit Sand machen, bedeutet, das verdoppelt sich. Gott, das hätte ich jetzt beinahe schon wieder übersehen. Da sieht man, wie blind man ist, wenn man hier so spielt. So. Einmal schlafen. Weil wir brauchen dann Wasser. Trümpfe müssen unser Lavasystem dann auch noch da anschließen. Oh, da war was. Wir leben ja in einem Lavasystem. So, dann müssen wir nach da oben. Ups. Ah, ist das Ding nicht vielleicht leer zufällig gerade? Das wäre gerade supi. Ne, ist noch über die Hälfte voll. Aua, ah, Mann. Einmal da hoch schnell. Hallo. Ich habe zwei. Ich habe echt zwei Eimer. Sagt mir das doch. Da wären wir jetzt schon doppelt so schnell gewesen. Ich habe jetzt gerade unten in der Ecke auf einmal zwei Eimer gesehen. In der Anzeige. Auf jetzt flute ich gerade. Aber nicht gut. Das wäre so typisch ich, wenn ich es auszusehen flute. Ah, wieder nach oben. Aber ich glaube, in der neuen Wohnung haben wir eindeutig mehr Platz. Noch mehr Möglichkeiten. Nee, warte mal, der ist ja dahin. War das nicht so? Bin ich jetzt doof? Nein, nicht der. Der da. Glowstone-Staub in einem Pythogenisator. Pythogenisator. Ach so, weil er den hier wahrscheinlich als speziell für... Ah, okay, jetzt passiert da was. Wie lange dauert das jetzt? Hallo? Er ist an, aber was... Ich will die Putz... Oh, da kommt was. Es ist... Boah, fuck, das dauert lange. Upgrade-Erweiterungen. Influence Nutrition Slide. Von welchem Mod kommt denn das jetzt wieder? Configuration. Schauen wir mal. Vielleicht können wir dem Speed Upgrade reinhauen. Das wäre praktisch.
Und dann machen wir da eine Schleife draus und machen uns dann unendlich viel von dem Zeug. Ah. Von Thermal Expansion. Dann schauen wir mal, ob Thermal Expansion Upgrades gibt oder Speed Upgrades oder sowas hier. Sekundärschieben, Verbesserung Nutrient Recovery. Nee, Speed. Ich will ein Speed Upgrade, Jungs. Nee, Brennstoffkatalysator. Isolator war das noch. Effizienz provides a chance to not consume fertilizer. Additional energy is required per operation. Allows for trees to be grown. Not all saplings are. Was? Non-fertilizer inputs are not consumed. Improving automation provides a mirror chance to. Ich will keine Spezialisation, ich will Speed Upgrades. Ich will ein Speed Upgrade, Jungs. Gehärteter Upgrade-Bausatz. Upgrades are blocked. Requires Steel. Steinmünzen, warum gibt es denn Münzen? Hm? The block to a given tier. Hm. Also das sind jetzt diese Updates für diese komische, jeweils für so ein bestimmtes Teil. Induktionsschmelzer und das ist dieser Future-Insulator. Der halt, dass du nicht, da kannst du Bäume mit wachsen. Only one is better. Das sind Spezialisationen. Nee, das nicht. Effizienz und Funktionalität. Ah, die Geschwindigkeit wird damit nicht verändert, oder? Ah, jetzt ist einer doch. Woo! Es geht schnell. Lager Basic. Also ich kann. Aber was sind das denn für die. Sind das denn Upgrades, die ich auf diese Teile draufhauen kann, oder was? Da brauche ich einen Invar-Barren. Was ist denn jetzt ein Invar-Barren? Ey, wollte mich jetzt echt komplett ficken? Was ist das denn jetzt wieder? Aus Nickel und zwei Eisen. Aus Nickel und zwei Eisen. Hab ich Nickel? Nickel. Was für ein komischer Barren? Ich habe ja noch nicht mal Bronze, so schaut's aus. Nickel, da habe ich Nickel. Würde wenn ich zwei Nickel und. Oh, nee, nicht fünf Eisen. Und vier Eisen? Vier. Und vier Eisen nehmen müsste ich den ja. Davon sechs rauskriegen. Sechs Stück. Reicht nicht für zwei, aber eins wäre auch schon mal gut. Und zwei Rechse und Bronze. Wie zum Fix mit Zinn und drei Kupfer. Zinn habe ich hier irgendwo. Drin und drei Kupfer. So, dann gehen wir mal hier. Tun wir mal ein paar neue Rohstoffe herstellen. So. Ah, ich meine, habe ich noch ein paar Steine hergestellt. So. Müsste gleich durch sein. Schauen wir mal. Damit das und da draus können wir. Oh, warte mal, wir haben hier oben. Wir hätten ja hier oben schon einen. Ein Bronze-Zahnrad. Perfekt. Dann können diese nochmal schmelzen, wenn ich mir nochmal zwei Redstone aus unser Lagersystem hole. Oh, ich drücke jedes Mal den falschen Balken. Nee. So. Und dann müsste das da oben ja ganz easy eigentlich gehen. Sechs Invar-Barren.
Ist ja nicht so, als ob es davon irgendwie 3000 verschiedene Entwicklungen mittlerweile gibt. Upgrade erfolgreich. Und jetzt? Ist er schneller? Ist er besser? Effizienter vielleicht? Was macht das Upgrade? Elektrum. Euer Scheiß Ernst. Ich will wissen, was da... Vor allem Elektrum. Habe ich schon Elektrum irgendwann mal produzieren müssen bis jetzt? Das ist mal die erste Frage. Habe ich die Elektrum jemals produziert? Kann ich nicht, das ist Kreativbasis hier. Geht das hier? Ne, dafür brauche ich erstmal die entsprechenden Upgrades. Also mit allen Upgrades kann ich so einen Voll-Upgrader machen, okay. Aber ein Elektrum produzieren, ein Gold und ein Silberband. Okay, das ist easy. War es wirklich ein Silber? Bin ich jetzt langsam echt schon irre. Ne, ein Gold, ein Silber. Das ist ja echt easy. Zwei Gold. Zwei Silber. Quarz könnte jetzt nur das Problem, glaube ich, werden. Ich habe gleich nicht so viel Quarz auf Lager aktuell. Marble. Wo ist denn bei mir Quarz? Da, vier. Da brauche ich also acht Quarz. Ja, das ist jetzt unangenehm. Das ist die Hälfte meiner Produktion. Aber okay. Und ein Silberzahnrad brauche ich. Bedeutet nochmal vier Silber. Machen wir, gehen wir nach oben und machen das oben gleich alles fertig. Wie? Arbeiten. Oh, Wasser ist... Ja, warten wir kurz. Wir machen das mal schnell so. Zack, ein Silberzahnrad. Kann man eigentlich die auch wieder schnetzeln? So mal ganz blöde Frage. Geht das? So, okay, die sind durch. Und jetzt halt muss ich... Wo war denn der Rest? Ich habe irgendwo das Quarz. Quarzblöcke, hör, habe ich das schon... So. Kurze Erstaunung bei mir. Jetzt haben wir dann alles. Die zwei und dann können wir dich schon mal noch einen Teil upgraden. Vielleicht wäre das gar nicht echt doof, die ganzen Teile ein bisschen zu upgraden, weil dann haben wir natürlich einen dezenten Vorteil, weil die einfach flotter und effizienter sind. Und vielleicht können wir dann wirklich so einen kleinen Kreislauf machen. So ein Autobauer oder sowas gibt es bestimmt. So ein automatisches Bausystem, wo sich sozusagen das kombiniert. So. Upgrade erfolgreich. Oh, ich sollte meine Türen schließen, ey. Das könnte gefährlich enden. Ich mag's nur anmerken. Ich kenne da so einen Deppen, der lässt gerne die Türen im Spielen offen und der explodiert dann. Der Name, der ist meiner. Und so, ne? Startest du jetzt wieder? Oder startet er nur, wenn er genug drin hat im System? I don't fucking know. Ich glaube, ich krieg gerade hin, dass ich den Beach leer pumpe. Wenn wir den See leer gepumpt kriegen, dann haben wir aber echt was erschaffen, ne? Da fängt echt das an, wenn er genug drin hat. Was ist denn das für ein Arschloch? Wasser nachschütten natürlich. Okay, der Start ist über die Hälfte. Da muss mehr rein. Mehr Wasser. So. Wie habe ich das geschafft, dass in der Ecke kein Wasser ist? Bin gerade echt erstaunt darüber, was ich hingekriegt habe. Ich eine ordentliche Leistung. Die schafft auch nicht unbedingt jeder. Ob man darauf stolz ist, ist jetzt die andere Sache. So.
so. Und voll ist das Teil, glaube ich. Jo, voll. Das geht aber echt schneller, kann das sein? Oder ist das jetzt gerade nur mein Gefühl, dass das flotter ist? Dass wir halt unendlich Strom haben, ist ja... Pff, ziehst du so viel? Holy moly, das Teil zieht. Die Speicherreserven werden leer. Huch. Okay, ich mag es jetzt trotzdem probieren. Nee, die kann ich nicht pulverisieren, was? Oh oh. Wie kriege ich dann die anderen Phoenix-Kristalle? Wo sind die jetzt wieder? Hallo, wo bist du? Hä, bin ich jetzt doof? Die gehören doch schon... Also, ich bin mit Turbo. Ja, dann kann ich lange suchen. Bei Plant Energistics ist das Zeug da. Den da brauche ich. Den Flugskristall. Wirf eingeladene Surtis Quartz plus ein Nether Quartz plus ein Redstone Staub nebeneinander in der Füße und warte einen Moment. Nether Quartz geladen und Redstone Staub. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.